Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wie versprochen, hier das Video mit diesem Trick, wie ihr recht einfach die Plünderer töten könnt. Im Normalfall kann man die Plünderer nicht mehr töten, das ging tatsächlich früher mal, geht normalerweise nicht. Allerdings ist es möglich, wenn man eine Landmine benutzt. Jetzt ist natürlich das Problem, nicht jeder hat eine Landmine, deswegen ist der Trick auch nicht für jeden unbedingt geeignet. Für die, die aber eine Landmine haben, ist es wichtig, dass ihr die Landminen oder auch eine Landmine würde völlig ausreichen, dort platziert, wo die Plünderer im Normalfall langlaufen. Meistens reicht es auch aus, dort wo die Leiche jetzt liegt, eine hinzulegen. Allerdings ist bei mir das Problem, dass diese Landmine automatisch explodiert, wenn ich wieder in das Gebiet komme. Deswegen habe ich das ein bisschen anders gemacht. Ich habe genug Landminen, deswegen ging das, aber für die, die weniger haben, könnt ihr es natürlich so versuchen. An der Stelle noch gesagt, den Trick habe ich von Rizbug Gaming, auch LDOE YouTuber, Link ist in der Videobeschreibung. Genau, und warum macht man das? Nun, zum einen, um die SWAT-Rüstung und die VSS zu bekommen von den Plünderern und zum anderen, weil die Landminen keine andere Verwendung haben. Die haben zurzeit einfach wirklich keine Verwendung, sie liegen bei mir auch nur in der Inbox oder in der Base, deswegen nutze ich das Ganze hier natürlich aus, um da natürlich ein bisschen was an Nutzen für die Landmine auszuschlagen. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, was hier passieren wird. Normalerweise sollten sie reinlaufen, dann explodiert die Landmine und dann sterben sie. Das ist so der Normalfall, was passieren sollte. Wir schauen mal nach. Sie müssten ja hier gleich angerannt kommen. Das Baumenü ist nicht verfügbar, während man angegriffen wird, doch jetzt. Und ihr seht, einer steht noch da, zwei sind gestorben. Und da war der dritte weg. So einfach geht's. Und wir haben nur zwei Landminen gebraucht. Eine allein hätte auch schon gereicht, um die beiden Leichen dort unten zu töten. Und wir schauen mal, was die Leichen hier unten haben. Zum einen haben wir einen nutzlosen Rucksack drin. Zum anderen haben wir hier schon mal volle Rüstung, Sword Armor, mehr oder weniger einfach oder auch eventuell irgendwie gratis, wenn man die Landmine auch gratis bekommen hat. Und hier eine schöne volle VSS und zusätzlich noch ein paar SWAT-Rüstungsteile. Genau, das ist es eigentlich schon. Auf jeden Fall, wer Landminen hat, kann sie auf jeden Fall dafür benutzen, aus dem einfachen Grund, zurzeit braucht man sie für nichts anderes. Ansonsten, wer die Landmine nicht hat, verpasst jetzt auch nicht das Größte. Deswegen hoffe ich, dass euch dieser kleine Trick gefallen hat, dass ihr dafür eine Verwendung habt. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Bis dahin, ciao!